Und jetzt kommt noch das Allerwichtigste vom Hochbeet. Das Grünzeug. Meine Devise ist so etwas weniger ist mehr. Wenn eine Pflanze etwas mehr Platz hat, dann kann sie auch ein bisschen stärker wachsen. Sie hat etwas mehr Nährstoff, als wenn wir ganz viele Pflanzen. Dann müssen sie sich die Nährstoffe halt teilen. Wenn ich eine Pflanzenauswahl habe, dann platziere ich sie, sei es jetzt ein Hochbeet oder ein normales Beet, damit ich nachher auch ein bisschen weiss, das passt. Weil wenn ich jetzt schon pflanzen würde, dann kann es sein, dass vom Platz her und so nachher plötzlich nicht mehr aufgeht. Darum stelle ich sie mal her und schaue und kann nachher immer noch ein bisschen verschieben. Und die ich ausgesagt habe, in die Aussaatschale, die kann ich da so mit einem Steckchen rausnehmen und dann mal provisorisch so herlegen, wo ich sie dann nachher wieder pflanze. Nachdem wir die Pflanzen verteilt haben und so ein bisschen geschaut haben wegen den Höhen, jetzt fange ich einfach mal hinten rechts an. Für die habe ich da schon ein Schild geschrieben, weil die habe ich selber ausgesagt. Und da ist es wichtig, dass ich sie genug weit unten pflanze. Weil die Erde so locker ist, kann ich die gut da so ein bisschen runterpflanzen. Wenn ich so ein bisschen dran ziehe, dann sind sie genug fest im Boden gepflanzt. Die Malven habe ich explizit nur für die Wildbienen oder auch Honigbienen hierher geholt. Die Blüten können wir auch essen, aber etwas wollen wir auch den Wildbienen lassen. Hier ist die Zitronenmelisse. Die verbreitet sich relativ schnell, wie auch die Münze. Die tue ich auch eher am Rand, sodass ich sie kontrollieren kann. Die macht unterirdische Ausläufer. Ist zwar ja schön, wenn man viel Zitronenmelisse hat, aber sie nimmt dann halt auch gerne den Platz von anderen Pflanzen auch brauchen weg. Dann haben wir ein Peterli. Noch ein kleiner Tipp, wenn man sie pflanzt, wenn man sie in diesen Töpfchen kauft, sind sie manchmal ganz dicht. Und wenn man sie hier ein bisschen so angrapscht, dann tut man sie anregen zum Wachsen. Und dann müssen sie nachher weitere Wurzeln bilden. Eine Idee zu haben, wie man ein Hochbeet bepflanzen könnte, gibt es auf dem Gorilla-Schulprogramm oder auch im Shop.